Ja, der Weg ist nicht umsonst dunkelrot markiert. Leck mich am Arsch. Ein bisschen. Aber ich denke, wir müssen ja bald da sein. Ja. Ja, Mike, sein neuer Outdoor-Rucksack, Tragetasche. Tragetasche. Schrägstrich kann. Oh ja, das ist ja wieder was für Poli. Endlich geschafft. Kriegt man das noch Arsch? Nö, das müssen wir nicht haben, ne? Die Ittenson von, wie was? Gestiftet von D. Ittenson. Auch ein einartiger Name, oder? Ein Däne. Was steht da drüber? Hannelore? Ja. Ne, Hannelore. Meine Frau Hannelore. Gestiftet von Dieter Hissensen. Oder Detlef. Daniel. Ja. Dummdödel. Ja, Poli, bin ich mal gespannt, wie ihr euch schlagen werdet im Isargebirge. Schöne Tour habt ihr ja zusammengestellt. Man glatt neidisch werden. Dann nimmt der Mike noch mit. Nee. Die roten Anstiege, die hasse ich wieder besser. Boah. Man ist nicht mal der Jüngste. Aber wie uns schon aufgefallen ist, ja, manche, keine Ahnung, 70 Jahre alt, Sportklamotten an und die laufen teils die Berge hoch. Der Opis. Ja. Und wir, sagen wir mal, knapp über 30. Ganz knapp. Du bist ja ausgeruht gewesen. Ach, hör auf. Ich bin nie ausgeruht. Ich glaube, so 800 Meter, ja. Also weiter sind wir noch nicht gerannt. Aber dafür haben wir uns schon mal eine kleine Stärkung verdient. Die Bilder sehen wieder richtig gut aus. Wow. Das bin ich.
Noch ein. Du hast ein schöneres Bild, ne? Ich hab die Tante. Das musst du den Leuten mal hinzeigen. Da gehen wir ruhig schnell ran, das ist extrem weit weg noch. Ja. Ah, das machen sie mal gut. The Vikings! Das Poli hier unten, der. Welcher? Der da. Der hier links. Der hier. Ach, der da, der so böse aussieht. Na, so sieht er zumindest mal aus, wenn er Hunger hat. Er ist nicht er selbst, wenn er. Mahlzeit. Er ist nicht er selbst, wenn er hungrig wird. Der Poli. Naja. Prost. Zum Wohle. Zum Wohl. Nicht die Natur verunstalten. Da liegen auch Kondompackungen hier unten drunter. Billy Boy. Und ein Haufen Tempos. Na, vielleicht musst du da einmal machen. Es hat gerade geregnet. Na gut, macht doch wenig Sinn. Ach ja. Uhuhu. So, hier haben wir nochmal einen kleinen Blick auf Wernigerode. Leider war ja nichts los. Ach ja, hab auch bloß meinen Weitwinkel dabei für die Kamera und ja, man findet kein Motiv für so eine Brennweite. Wenn die Objektive nicht immer so teuer wären. Er muss mal. Haben wir alles. Jo. Ach, jetzt heißt es nur noch 800 Meter nicht auf die Fresse fliegen. Ach, das kriegen wir schon hin. Es gibt ja eine Waschmaschine. So, jetzt sind wir an der dritten Stempelstelle, aber es ist ganz schön kompliziert heute. Ja. Überall Umleitung, man kommt nicht richtig ran. Und noch Schuhe kaufen. Wir waren bei Deichmann, weil Mike die Sohle abgeflogen ist. Ja. Jetzt haben wir schon 14 Uhr, eigentlich haben wir noch 6 Stempelstellen vor uns, aber ja, so ist das. Na gut, ja, jetzt haben wir noch 5. Ihr könnt das sehen, da hinten ist Kuffhäuser Denkmal. Ich glaube, das ist ein bisschen weit weg. Oder was? Und da unten geht's nochmal hin. Da kann man noch mal gucken. Was da unten? Kann man oh, ist das hoch. Oh Mike, guck mal hier. Da unten den Sitz, ja. Ja, den Stuhl. Denk dran, wo nicht glatt ist, kannst du rennen.
Ja. Hier sind auch Scheibenwürfel drin. Wie heißt der Turm? Na, Moltkenworte. Oh. Hier ist aber glatt, also darf ich nicht schwimmen. Und was schön. Ja! Ist man mit Chaot unterwegs, wird es chaotisch. Danke auch. Danke, Meiner. Sehr gut, komm so. Jetzt sind wir hier an so einem Bergbaulehrfahrt in Wettelrode. Haben sie schön aufgebaut alles. Auch für die Kinder gut erklärt. Endlich den vierten Stempel. So, Papa macht alles kaputt. Ja. Andersrum, nach oben. Ach, nach oben, das will ich ja machen. Beste. Inga. Jetzt noch ein Brötchen mehr essen sollen. Schöne Aussicht, Hainrode war es, glaube ich, ne? Ja. Richtig cool. Kann man direkt zum Kühlfahrer gucken. Genial. Die anderen hängen noch ein bisschen hinterher.